Pfarrer ist der schönste Beruf auf der ganzen Welt. 6 Tage Ruhe und dann nur einen Tag arbeiten und dazu ein super Gehalt. Da ist eigentlich schon gar keine Steigerung mehr möglich, es sei denn, man ist Pfarrer in Frohnhausen. Das sind super Leute hier und wir haben vor allen Dingen immer sehr, sehr viel Spaß. Ich sage auch immer wieder, wir müssen viel Spaß miteinander haben. Und die Leute machen auch viele Späßchen mit mir. Vor 2 Jahren ist Folgendes passiert. Ich musste meinen Talar hier zu einer Schneiderei bringen. Da musste was ausgebessert werden, Knöpfe waren abgefallen. Und ja, es musste ein bisschen überholt werden nach 30 Dienstjahren. Das war kurz vor meinem Urlaub. Und ich habe hier in der Hauptstraße in Frohnhausen den Talar zu einem Schneidergeschäft gebracht. Gebe ihn der Inhaberin ab, dann bin ich in Urlaub gefahren und 14 Tage später kam ich dann wieder, musste im Dienst weitermachen und wollte ihn dann wieder abholen. An dem Tag war dann aber leider nicht die Inhaberin da, sondern nur ihr vielleicht 13, 14-jähriger Sohn, ein junger Syrer. Ich sage zu ihm, ich hätte gerne meinen Talar wieder, er wurde hier ausgebessert. Und dann hat er sich so ein bisschen rumgedreht in den Rückraum des Ladens und hat seiner Mutter zugerufen, Mama, wo ist denn der Mantel vom Papst? Dienst hier in Frohnhausen ist wunderschön. Ich möchte ihn nicht missen. Und heute will ich singen. Das hat einen bestimmten Grund. Ich tue das aus Not. Ich kann nämlich gar nicht singen. Höchstens 1, 2 Lieder, ziemlich genau nur Danke für diesen guten Morgen und O du Fröhliche. Das heißt, ein drittes Lied kann ich auch noch. Das ist das Lied von der Elf vom Niederrhein. Aber das auch nur so ein bisschen und nein, dann habe ich noch ein viertes. Das werde ich dann nachher am Ende singen. Aber wirklich am Schluss, dass ihr rechtzeitig abschalten könnt. Ich habe das Problem, ich kann nicht gut singen. Ich muss es aus Not aber trotzdem machen, wegen dieses Verbots, was jetzt ergangen ist. Die Auflagen sehen ja vor, dass wir Gottesdienste feiern dürfen, aber ohne Gesang. Als ich das gelesen habe, fiel mir sofort der Begriff Helikoptermutter ein. Das ist eine Mutter, die übertrieben Angst hat. Und deswegen ihr Kind nicht die 500 Meter um die Ecke zur Schule gehen lässt, es lieber mit dem Auto fährt, es könnte ja was passieren. Eine Helikoptermutter, überängstlich, sie muss immer alles im Griff haben, alles regeln, damit bloß nichts passiert. Was ist mir zu den Auflagen für die Gottesdienstgestaltung eingefallen? Überängstlich und dann habe ich auch meine Fragen, was den Glauben anbetrifft. Ist denn Gottesdienst nur eine horizontale Veranstaltung, also wo Claudia und Franz und Uli und Thomas und Anna da sind? Nicht auch Vater, Sohn und Heiliger Geist? Geht es dabei nur um Menschen? Und nicht auch um Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und dann sind uns ja auch Verheißungen gegeben. Die ganzen Psalmen sind voll von Versprechungen. Wenn wir auf Gott schauen, wenn er unsere Hoffnung und unser Trost ist, dann sind wir bewahrt und behütet. Ich muss an dieses schöne Jesuswort denken. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zuteil werden. Wenn man das in Matthäus 6 liest, kann man sehen, mit alles andere ist gemeint Nahrung, Kleidung und Wohnung. Sicherlich kann man auch die Gesundheit hinzufügen und dabei auf Gott vertrauen. Das ist uns doch verheißen und so sollen wir als Christen leben. Nun gut, nun ist es aber so, die Regelungen sind so, ich finde sie nicht gut. Möchte euch aber bitten, betet für die Chefs unserer Kirche. Wir haben einen schweren Job, das sollen sie gut machen und betet dafür, dass sie es gut tun. Ja, wir müssen jetzt aber damit klarkommen und damit wäre ich dann bei dem zweiten Grund, dafür, dass ich heute Morgen dann singen will. Wir müssen uns damit arrangieren und das heißt, wir brauchen Leute, die hier in der Kirche singen. Solisten, Menschen, die sich trauen.
Und da beobachte ich in unserer Gemeinde, dass es viele Gaben und Talente gibt, aber dass sich die Menschen nicht trauen. Die können das viel besser als ich. Es ist keine große Kunst, besser zu singen als ich, aber die trauen sich nicht. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht auch mit Furcht zu tun hat, einer übertriebenen Furcht. Und ich musste dabei an die Geschichte denken, die jetzt auch für den kommenden Sonntag, den Sonntag Kantate, einer der Predigttexte ist. Die Geschichte von Paulus und Silas in der Stadt Philippi, wie sie dort ins Gefängnis geworfen werden und ja, im Kerker dann, da fangen sie an zu singen. Denen ging es da nicht gut. Die waren vorneweg ausgepeitscht worden und es war ein dunkles Verlies. Aber sie haben einfach angefangen zu singen. Und wollte uns die Frage stellen, was meint ihr? Haben die jeden Ton getroffen? War da alles gut? Alles richtig? Ich glaube nicht. Wichtig war, dass sie es getan haben, trotz aller widrigen Umstände. Und ja, ich möchte alle die, die besser singen können als ich, dass ihr überlegt, ja, wollen wir nicht das mal riskieren? Das hat auch mit der Frage der Angst zu tun. Es kann sein, ihr blamiert euch, so wie ich wahrscheinlich gleich. Und ich mache das auch hier, um ein Zeichen zu setzen. Ich riskiere es halt. Ich singe. Wahrscheinlich gibt es bestenfalls eine 4-. Wir können ja auch übrigens Spaß machen und ihr gebt Noten dafür. Sollte Herr Schiller oder Frau Denker zuhören, bitte ich um viel, viel, viel Gnade. Drückt mal beide Augen zu. Vielleicht gibt es ja noch eine 4-. Und ich verspreche Ihnen, dann zünde ich hier am Altar eine Kerze für Sie an. Aber ich werde es machen, auch wenn nicht jeder Ton sitzt. Und ja, die anderen hier darf ich bitten, überlegt, ob ihr das auch machen könnt. Denn wir müssen demnächst mit Solisten arbeiten. Einer darf ja singen in der Kirche. Das sagen die Auflagen. Überlegt, ob ihr das machen könntet. Ich meine das ganz ehrlich, hier sind viele, die können es viel besser als ich. Traut euch. Und im Übrigen, wenn der Perfektionismus euch im Weg steht, also dass ihr immer alles richtig machen müsst, dazu möchte ich auch noch was sagen. Perfektionismus ist ein Gefängnis. Genauso bedrohlich und schwierig wie das, in dem Paulus und Silas saßen, das tiefe Loch. Perfektionismus ist nicht gut, macht dich unfrei. Und wenn du deine Identität in Christus findest, kannst du diese Haut abstreifen und du selbst sein. Mach dich frei vom Perfektionismus, trau dich hier zu singen, das wäre ein Schritt des Glaubens, finde deine Identität in Christus. Und ich glaube, dann kann auch bei dieser Krise jetzt hier etwas Gutes herauskommen. So, und jetzt singe ich. Wer will, kann jetzt abschalten, aber es wäre ein Spaß, wenn er trotzdem zuhört. Und ja, würde mich freuen, wenn er dann am kommenden Sonntag wieder bei uns auf dem YouTube-Kanal dabei wird. Vielleicht singe ich ja dann auch. Jetzt das Lied. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobet sei Christus Mariensohn. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobet sei Christus Mariensohn. Machen Sie es gut.